Schönen guten Abend, ich bin hier in der Webdisk gerade und es geht heute um das Projekt Scenario Scripts. Wir wollen ein eigenes Skript entwickeln, in dem wir mal zeigen, wie man ein Unlimited Unit Mod erstellt. Das heißt, wir downloaden zuerst. So, das hatte ich eigentlich auch schon mal vorbereitet. Als nächstes starten wir das Spiel. Gehen in die Modifikationen-Ordner. Und fügen dann unser Project hinzu. Setzen den Haken, damit es aktiv ist. Und gehen dann in den World Builder. Im World Builder setzen wir unser neues Projekt einfach nur. Also, World Builder geht mit F11 auf. Asset Browser meine ich. Hier, Asset Browser F11. Gehen dann zu unserem Szenario-Skript. Und Rechtsklick und Log Project entfernen wir, sodass wir dann später noch was hier reinschreiben könnten und der Pfad sich verändert. Wir schließen das Ganze dann wieder und gehen dann in unseren Emergency 2017 Pfad. Da gibt es dann den Data-Ordner, wo zum Beispiel EM5 drin ist und EM2016, EM2017 und auch die ganzen Mods, die wir quasi hier, wo wir den Log rausgenommen haben. So, jetzt fangen wir hier mal an. In Szenario Script gibt es einen x64-Ordner. Und hier ist unsere DLL drin. Und ebenfalls gibt es hier einen Ordner Szenario Script, wo dann eine MapScript.json drin ist. Die MapScript.json ist relativ wichtig, weil die am Anfang vom Spiel geladen wird. So sieht sie aus. Das heißt, hier ist unser Modname. Der heißt schon standardmäßig Unlimited Units. Dann ist hier der Path, also wo sich unsere Szenario-Datei befindet. Da wir hier keinen Überordner haben, befindet die sich genau im selben Ordner wie die JSON-Datei. Und dann gibt es noch hier die Möglichkeit, Maps einzustellen. Es gibt das Schlüsselwort All, wo es auf allen Maps läuft. Man kann aber auch den Local Asset Name benutzen, um nur auf bestimmten Maps laufen zu lassen. Der Mode ist im Moment noch nicht implementiert, kommt später und braucht jetzt nicht weiter zu interessieren. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist und schreiben einfach mal oder gucken uns erstmal die bestehende an. Das wäre diese Datei, wie wir hier gerade gesehen haben, MapScript-Szenario, und das hier ist MapScript-Szenario. So, als erstes im Skript initialisieren wir einen neuen Trigger, der heißt HelloTrigger, ist dann aktiv. Dafür steht der zweite Parameter und der dritte Parameter ist einfach mehrfach ausgeführt und da es nur einmal ausgeführt werden soll, steht er auf False. So, hier das Dollarzeichen markiert einen Kommentar. Das heißt, diese Zeile würde jetzt ignoriert werden. Und nachdem wir unseren Trigger erstellt werden haben mit dem Namen Hallo Trigger, können wir in die Konditionen, also in die Bedingungen reinspringen. Als Bedingung steht ja einfach nur drin, warte 5 Sekunden, also Timer ist immer so warte. Und nach den 5 Sekunden, also nachdem immer alle Effekte erfüllt sind, das wären hier nur dieser eine Effekt, nachdem alle Bedingungen erfüllt sind, das hier wäre nur die eine Bedingung, springen wir dann zu den Effekten und das passiert wieder mit dem Schlüsselwort init effects. Und als einziger Effekt wird hier ein Hint-Message gesendet, die heißt Killer Charlie sagt Hallo. Das können wir uns jetzt auch erstmal anschauen, bevor wir dann diese Datei leicht modifizieren. So, das heißt, wir laden jetzt Berlin. So, Berlin ist geladen. Jetzt erwarten wir, dass nach 5 Sekunden unser Effekt erscheint. Das heißt, der sendet Hint und der steht hier, Killer Charlie sagt Hallo.
Mehrfach haben wir nicht ausgewählt, das heißt, er ist nach 5 Sekunden, wird der Trigger dann auch deaktiviert, sodass er nicht zweimal oder dreimal ausgeführt wird. Alles schön und gut, wir wollen jetzt aber was verändern. Wir wollen das sofort am Spielstart haben, das heißt, wir schreiben hier mal Spielstart hin, damit wir es nicht vergessen. Und jetzt haben wir zusätzlich bereitgestellt, so die ganzen, ja, so eine Trigger-Tab oder sagen wir mal eine Coding-Referenz. Das heißt, wir können ja in das Wiki Scenario Conditions reinschauen. Und da sehen wir dann die ganzen Conditions, die verwendet werden können. Wir können zum Beispiel isDaytime, was halt checkt, ob das jetzt zwischen der Min-Hour und der Max-Hour liegt. Oder Units in Area, oder wir können OnHotKeyPressed. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen es am Spielstart haben und dafür benötigen wir Always, weil Always einfach immer wahr ist. So, ganz wichtig, nachdem wir das kopiert haben, ist dieser Strichpunkt am Ende, ohne den versteht der Compiler diesen Befehl nicht. So, jetzt wollen wir hier das mal ein bisschen ändern. Das heißt, wir sagen jetzt nicht Killer Charlie sagt Hallo, sondern wir sagen Unlimited Units Mod is active. So, es passiert ja jetzt noch nichts weiter, außer dass diese Hint-Message wieder gesendet wird. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz bei den Effekten gucken. Und das steht jetzt bei den Units mit drin. Wenn wir Glück haben. Ne, es steht nur bei General mit drin. Und das heißt Set Maximum Unit Amount. Das können wir genauso kopieren, wie es da steht. So, am Ende müssen wir den Strichpunkt hinsetzen. Das Void kommt weg. Und jetzt können wir uns Gedanken machen, wie die Order-Info heißt. Die EM5-Order-Infos könnten bekannt sein. Man kann sie aber auch relativ einfach finden, indem man hier in sein Emergency 2017 Verzeichnis geht. Data EM5, dann GameData und hier gibt es dann Order-Info, wo es dann alle Order-Infos gibt, die registriert sind. Zum Beispiel hier, das wäre dann die Order-Info RTW. Und jetzt könnten wir sagen, vom RTW wollen wir 50 haben. Außerdem gibt es noch ein Schlüsselwort, das betrifft dann alle Einheiten und das heißt einfach All. Damit können wir uns ein bisschen was sparen. Das A groß geschrieben, die L ist klein geschrieben und wir sagen alle auf 99. Und weil das von oben nach unten ausgeführt wird, wird zuerst dahin gesendet. Danach diese Linie, die alles auf 99 setzt und als letztes diese Linie, die den RTW wieder auf 50 setzt. So, der Trigger, wie wir hier gesagt haben, der heißt noch Hallo Trigger, ist aktiv und wird nicht mehrfach ausgeführt, weil hier ein False steht. Wenn hier True stehen würde, würde er mehrfach ausgeführt werden. So, das Ganze speichern wir und können es dann mal anschauen, ob es denn funktioniert. Wir gehen wieder auf die Berlin-Map. Und jetzt ist zu erwarten, dass am Spielstart sofort wir von allen 99 Einheiten haben, vom RTW 50, weil da halt hinterher nochmal 50 gesetzt wird. Und als allererstes wird dieser Hint-Message gesendet, wo einfach steht, Unlimited Units has is active oder so. So, Unlimited Unit Mode is active, steht da. Jetzt sehen wir hier überall 99 von allen Einheiten, die auf dieser Map einen Spawnpunkt haben. Andere Einheiten betrifft das nicht, hätte ich hier ein Hauptquartier, was keine, zum Beispiel im Killer Consist Minimod ist das so, das hat zwar eine Order-Info, aber keinen Spawnpunkt, dann passiert mit dem Hauptquartier gar nichts. Und jetzt sehe ich hier Rettungstransportwagen 50. So, zum Testen schicken wir einfach mal 15 heraus und staunen, dass es funktioniert.
Ja, das so als kleine Einführung zum Szenario-Skript. Wie wir sehen, haben wir jetzt das erste Skript geschrieben. Im nächsten Kapitel werden wir dann zeigen, wie man eine zweite Skriptdatei einbindet und werden uns vielleicht nochmal andere Effekte anschauen, die ebenfalls interessant sein könnten. So, viel Spaß beim Ausprobieren, würde ich sagen, und tschüss.